Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded. Heute sind wir Testkammer 22. Weiß nicht mehr, wie das war. Doch, hier runter, genau. So. Jetzt wird das die ganze Zeit hier hin und her gefeuert. Wir sind in der falschen Zeitlinie. So meinte ich. Nee, warte, halt. Wie genau hätte das funktionieren sollen, wenn ich fragen darf? Weil ich jetzt hier auf den Knopf drücke, ja? Warum macht das Sinn? Aber okay. Der bewegt sich die ganze Zeit. Aber das interessiert unseren Cube hier ja nicht. Lauf. Seltsame Sachen, die hier vorgehen. So, die treffen sich jetzt in der Mitte und die fallen hier rein. Dadurch aktiviert sich das hier. So, ja. Vollkommen verständlich, dass, wenn sich der Gegenwartswürfel bewegt, der Zukunftswürfel nicht davon beeinträchtigt wird. Die haben einfach das komplette Spielkonzept geändert. Es tut mir leid, dass ich das vorher schon nachgeguckt habe. Hallo. Aber wie soll das ein normal denkender Mensch... der Zeit und so, gell? Na komm, gehen wir mal hier durch. Ich hab keine Ahnung, ob uns das was bringt. Scheint mir aber nicht so. Also ich sehe das schon richtig. Wir müssen da hoch. Das ist schön, aber hier gibt es so oder so keinen Weg. Muss ich hier noch machen? Ah, wenn das aktiviert ist. Ich brauche den. Der Zukunftswürfel. Der muss zu mir kommen. Ja gut, aber das ist ja dann schon wieder easy gewesen, oder nicht? Wenn man das Konzept verstanden hat, dass Zukunfts- und Gegenwartswürfel sich dann doch nicht mehr beeinflussen in dem Test. Könnt ihr nämlich so machen. So machen. Ja, und dann kann man da rüberlaufen. Wenn man denn da irgendwie hochkommen würde. Das mal durch die... Bringt mir eigentlich auch nichts. Nimm das. Ey, das ist schlimm. Genau. Und schick das hier durch die Zeit. Dann. Habe ich jetzt blau zur Verfügung. Das heißt, ich kann nicht hier hin. Wobei ganz knapp vielleicht mit einem Sprung. Ich muss jetzt genau nachdenken, was ich mache. Nee, das, ich glaube nicht, dass das so geht. Der Rest für mich ist ab jetzt ist wieder blind halt. Ich habe mir jetzt einfach nur den Anfang vom Video angeschaut. Ich habe es noch im Hintergrund offen, dass, wenn ich Hilfe brauche, wie immer nachgucken kann. Wenn ihr Hilfe braucht beim Geldsparen, könnt ihr jetzt auf den ersten oder den Link halt unten in der Videobeschreibung gehen. Da kommt ihr zu Instant Gaming. Da gibt es Videospiele ziemlich runtergesetzt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Hashtag Werbung. Andere Zeit. Und du mal was? Ey, dass ich hier kein Portal manchmal setzen kann. Das ist so weird. Cool. Cool. Das hat's jetzt vollgebracht. Kann es sein, dass wir die Würfel in der Vergangenheit brauchen und nicht in der Zukunft? In der Zukunft und nicht in der Vergangenheit.
Jetzt mal hier rüber. Nee, wenn ich hier bin, komme ich ja nicht mehr. Ich komme nicht mehr zurück. Aha. Ich muss das in der anderen Zeit aktivieren oder nicht? Warte. Ich werde ganz kurz bei YouTube gucken. Ne, der macht das auch in der Zukunft. Ja. Da habe ich auch. Da habe ich auch ein Zeitportal. Oh, die Fläche habe ich gar nicht gesehen. Ja, lol. Da ist noch eine Fläche. Da muss blau hin. Ne, bei uns ist es orange, was da hin muss. Ne, wir sind auch in der falschen Zeitlinie. Hier muss blau hin. Ja, also da muss Dings und da muss blau. Ja? Macht das soweit Sinn für euch? Gut. Und dann sind wir schon wieder in der falschen Timeline. Ne, warte, in der anderen Timeline. Kommen wir da überhaupt? Ne, wir kommen da nicht hoch. Wartet mal. Der Dude ist jetzt da. Bitte, was bringt ihm das? Bitte, was? Hey, der kann Sachen machen, die ich nicht kann. Doch, kann ich. Okay, kann ich doch. Ihr könnt Zeitportale durch diese blauen Dinger schießen. Wusstet ihr das? Wird vom Spieler voll erklärt. Ich darf jetzt nicht das Falsche setzen. Ich gehe nochmal zurück in die andere Zeit. Orange muss ich setzen, ja. Das heißt Mitte und dann Orange dahin. Ja, das wird sowieso nichts. Von dem her. Wobei, ich habe ja eigentlich mehrere Versuche. Das. Well done. You have proven yourself to be quite capable. Keep going. Das war weird. You might actually fulfill your true purpose in all this. Ihren wahren Zweck in all dem. Und nicht schon wieder so ein GLaDOS-Dings hier. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich habe heute schon so viel rumgeschrien. Achso, wir kommen in die nächste Testkammer, gell? Ich sollte so lang schon mal das nächste Ding laden. Das nächste Video. Dass ich für euch nicht so viel rausschneiden muss. The home stretch now. Only a few more chambers until this testing course is over. Time to introduce the last new testing element. These Aperture Science excursion funnels will mostly work in both timelines. Have fun exploring all your options in the next chamber. Okay, vielen Dank, Mr. Ansager. Das kennen wir ja schon vom normalen Aperture. Keine Ahnung, ob ich da lang will. Ich komme hier gar nicht durch. Aha, haha. Stopp. Hier habe ich mich gerade nach oben bewegt. Ach ja, so. Was genau bringt mir das hier, wenn ich da gar nicht hochkomme? Hier gibt's auf jeden Fall ein Cubist, da schieße ich mich doch gerne mal nach rechts.
Nach unten. Da wir im Hier und Jetzt sind, haben wir beide Q-Busse schon mal direkt. Okay, die funktionieren in both Timelines. Was ist denn in der Timeline anders? Nichts. Ich habe einfach einen und denselben Raum zweimal. Oh, von oben kann ich noch was runter. Kann ich nach unten drücken lassen. Hier reinspringen sollte. Nö, ich kann mich damit gar nicht drücken lassen. Das hält mich einfach an Ort und Stelle fest. Das macht Sinn. Komme ich eigentlich nochmal da hoch, genau? Warte mal. Nimm mal noch den Kubus mit. Also der Kubus kann ja auch von alleine. Das ist die falsche Richtung. Da wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte dahin. Ich nehme den trotzdem mal in die Hand. Weil wir hier aussteigen müssen. So. Ah, das dreht den Traktorstrahl um. Wenn nur irgendwie hier hinkommen. Und ich weiß auch schon wie. Ich Profi. Ja, aber von hier kann ich ja kein Portal setzen. Aha, wie lustig. Nee, kann ich nicht. Jetzt in der anderen Timeline aus. Da fehlt mir den Block, den ich da hätte rübersetzen müssen. Ja, ich kümmere mich drum. Ist ja gut. Wie ich es echt immer schaffe, zuerst in die falsche Richtung zu gehen. Ich bin Profi. Was soll ich jetzt? Jetzt liegt der Zukunftswürfel und der Dingswürfel beide hier. So, das ist jetzt doof. Weil ich brauche den anderen Würfel ja hier. Dahin und dann falschen Knopf gedrückt, weil ich zu... Ich arbeite jetzt nur noch mit dem rechten Knopf. Ist doch ganz easy. So, jetzt haben wir wieder einen Würfel. Oh, warte mal. Kann ich? Das ist jetzt ein bisschen buggy, glaube ich. Das soll so nicht. Aber ich habe jetzt was, was mich drückt. Und aus der anderen Timeline... Warte, ich will den Würfel mitnehmen. Weil ich habe jetzt beides zur Verfügung. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe jetzt in den beiden Timelines ziehen und drücken. Oh, ich muss erst hier die Portale setzen. Okay, es soll hier rein. Und mich dann hier hochdrücken. So. Kann ich mich jetzt hochdrücken? Ich nehme das mal mit. Vielleicht soll ich das Ganze auch doch in der Zukunft machen und dann hier oben switchen, aber hier kann ich nicht mit. So, jetzt strategisch überlegen. Wenn ich jetzt hier setze, verschwindet... Ach komm. Dann verschwindet das Ding komplett. Ja, das habe ich verstanden. Aber hier habe ich halt einen Block mehr als in der Zukunft. In der Zukunft kann ich nur... Macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich könnte jetzt einfach 20 Jahre hier stehen und hätte beide Würfel. Also, irgendwie ein bisschen weird. Außer genau im Punkt 20 Jahren verschwindet einfach ein Würfel, weil... Ich weiß auch nicht. Weil er Harry Potter heißt. Nein!
Klar funktioniert das jetzt nicht mehr, oder? Einen brauche ich hier, den anderen hier. Ey, das ist so weird. Den kann ich nicht bewegen. Und den da kann ich auch nicht bewegen. Wow, und jetzt habe ich wieder beides in einem. Das macht doch total Sinn, dass wir gepusht werden und gezogen werden. Weil die gehen ja beide jetzt nach rechts. Jo, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Deswegen gucke ich kurz im Internet nach. Wir sehen uns, bis gleich. Das macht voll und ganz Sinn. Also. Jetzt wird's weird, das ist einfach lila. Okay, ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Da habe ich den Block richtig platziert. Ich glaube nämlich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Da muss der Block. Ja, ihr seht gleich warum. Aber jetzt kann ich kein... Ich krieg das selbst mit Lösung nicht hin, weil ich einfach zu blöd bin. Ist ja Wahnsinn, oder? Da muss ein Zeitportal hin. Ich hasse es. So. Nee, da soll kein Zeitportal hin. Zeitportal muss da hin. Bringt aber nichts. Zeitportal muss... Wohin muss dieses blöde Zeitportal? Hier hin! Warte. Ich hab da doch gerade ein blaues platziert. Hä? Das ist orange. Das Game ist farbenblind. Das auch noch. Wo ist denn jetzt das Zeitportal hin? So. Der Block ist hier nicht. Der ist in der anderen Zeitlinie. Ich bin in der falschen Zeitlinie. Ey, ich hab... Ach, komm. Welches muss ich denn jetzt setzen? Orange. Ich komme da aber nicht mehr hin. Und ich habe das Falsche gesetzt. Bitte, wie kommt man denn hier hoch und darüber? Ich weiß wie. Ich muss erst hoch. Dann hier rüber. Dann hier... Zeitportal. Dann muss ich durch die Zeit reisen mit dem Zeitportal, was da oben ist, wo ich nicht hinkomme. Mein Gott, dieses Dreckspiel! Hier was? Jetzt da. Lösung einfach. Mach das einfach so. Links mein Spielstand und rechts. Welcher Zeit bin ich? Tu mal zurück hier. Planetom brauche ich. Blöder Hans, holst dir den Würfel. Ja, den habe ich auch schon. Also er holt sich den Würfel, so wie wir das auch machen. Das ist jetzt extra langsam.
dass ich das nebenbei noch machen kann. Hallo, Spiel! Bin in der falschen Zeitlinie. So. Es hier. Er platziert den Würfel so wie ich. An dieser Stelle. Nämlich wichtig. Denn. Wieso ist es denn jetzt hier bei mir? Achso. Nee, das ist der Zukunft. Er holt sich den Zukunft. Nee, den Gegenwartswürfel. Den tut er dann auf den Knopf drauf, dass sich dieses blöde Signal hier umdreht und mich pusht, anstatt zu ziehen. Nee, dass mich zieht, anstatt drücken. Und während er da oben ist, ja, ganz skurril, wir müssen erstmal wieder da hochkommen. Ja. Ach, ist das toll. Auf keinen, doch, das ist okay. Das ist gut. Lass den Block los. So, so sieht das bei dem jetzt auch aus. Was macht er dann? Er setzt sich ein Zeitportal. Geht da durch. Ja. Oh Mann, ich krieg das mit den Farben nicht hin. Ich bin zu blöd dafür. Aber ist mein Game jetzt schon schneller als seins, weißt du? Ja? Nee, du platzierst das. Ja. Warum platzierst du das da? Das runterkommt, brauche ich blau hier. Ja? Okay, jetzt platziert er den Block hier. Habe ich? Ja? Was muss ich jetzt machen? Zeitportal. Bitte sag mir mal bitte, dass das sind. Hier oben. Stop. Nein! Was? Geh drauf, schnell! Ich hab's verstanden. Eigentlich nicht. So aus. Ich muss jetzt hier mein Video beenden. So. Ey, also, ich blick da halt null durch. Sagst du noch was? The time bending technology used to create these time portals is only stable in one specific configuration. We cannot choose the exact point in time to which the time portals will lead. We can only take a small glimpse at what the facility looks like. 20 years from now. What exactly transpired is still unknown, but the data we collected points to a single rogue test subject. Ja. Wie es hier weitergeht, sehen wir natürlich beim nächsten Mal. Oh, ich bin komplett überfordert. Ich lasse das jetzt auch für heute mit dem Aufnehmen. Ich glaube, ich habe jetzt 4, 5 Videos aufgenommen. Ich glaube, die reichen fürs Erste. Wenn ihr noch günstige Spiele haben wollt, unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, und ciao.